Mit 3 Toren liegt der HSV Handball vor dem Rückspiel gegen Flensburg vorne. Schon ein Unentschieden würde den Hamburgern in der heimischen Kohlerlein Arena für den Einzug ins Halbfinale genügen. Die Voraussetzungen könnten für den HSV kaum besser sein. Wir haben zwar einen kleinen Vorsprung, aber wie das ist im Handball, 3 Tore sind schnell verbraucht. Und da muss ich keine Illusionen machen, dass das jetzt ein lockeres Spiel wird, sondern da geht es um alles und darauf müssen wir vorbereitet sein. Gerade bei unserem Sport muss man immer sehr konzentriert zur Sache gehen, denn man kann in wenigen Augenblicken sehr viele Sachen sich erarbeiten. Man kann sehr viele positive Sachen in wenigen Augenblicken bekommen, aber man kann natürlich auch in wenigen 2-3 Minuten sehr viele Sachen auch verlieren. Und das muss die Mannschaft wissen. Es geht um Einzug ins Halbfinale der Champions League. Und da sind jetzt momentan noch 8 sehr, sehr gute Mannschaften vertreten. Und ja, wir wollen unter die letzten 4. Und deswegen werden wir keine Mannschaft unterschätzen. Der Gegner aus Flensburg wird weiterhin von großen Verletzungssorgen geplagt. Insgesamt fehlen den Schleswig-Holsteinern 6 Stammkräfte. Trotzdem oder gerade deshalb erwartet man in Hamburg ein echtes Kampfspiel. Da kann man von ausgehen, dass es von Anfang an eine harte Partie sein wird, weil es für beide um alles geht. Flensburg hat nichts zu verlieren, haben zu Hause verloren, die wollen auf jeden Fall Wiedergutmachung. Wir stehen unter Druck, wir spielen zu Hause und alle erwarten von uns, dass weiterkommt. Wir erwarten es auch von uns selber, aber uns muss klar sein, dass es Flensburg ein Feuerwerk abbrennen wird und wir werden auf jeden Fall dagegenhalten. Dabei helfen kann nun auch endlich wieder der Kapitän des HSV. Spielmacher Guillaume Gilles hat seinen Muskelfaserriss gut überstanden. Die Wade scheint zu halten. Ich fühle mich gut, habe ich Schritt nach Schritt die Belastung erhöht und dadurch auch keine Beschwerden, keine Schmerzen im Bereich, wo ich mich verletzt hatte. Von daher ja, kann ich auch optimistisch auf diese Spiele gucken. Seit 3 Wochen stand Gilles nicht mehr für den HSV auf dem Parkett. Sein letztes Spiel bestritt der Franzose im DHB-Pokal gegen Minden. Nun freut sich der Kapitän in der Königsklasse wieder an Bord zu sein. Ich hoffe, dass wir auch mit der Mannschaft auch sehr präsent agieren werden und dass wir auch wieder zeigen, dass wir zum Halbfinale und zu den 4 besten Mannschaften in Europa gehören. Wir wollen einfach die gute Ergebnisse von den Innenspielen auch bestätigen und vor unserem Publikum diese Einzug zum Halbfinale auch perfekt machen. Das ist schon was ganz Besonderes, wenn man das schafft. Das schaffen nicht viele Vereine in ihrer gesamten Existenz. Der HSV konnte in der letzten Saison erstmals die Runde der letzten 4 in der Königsklasse erreichen. Flensburg schaffte es 2004 und 2007 sogar bis ins Finale. Spätestens morgen Abend ist für einen der beiden Nordrivalen die Champions-League-Saison allerdings beendet.